So, jetzt sind wir in Runde 2. Und Simon will die Hand halten. Ich bin nicht so dafür. Also zwei Plains, zwei Swarms. Einen Forest von den zwei, die wir brauchen. Ja. Und. Aber wir ziehen ja halt mit Tome, Turn 5. Ja. Also ich halte die Hand. On the play wären sie halt noch stärker, aber ich finde sie. Find sie. Ja, was soll ich sagen? Also, es gibt schon bessere Hände, aber unser Deck braucht die Länder, braucht die Karten. Und wir ziehen ja mit unserem Deck fast keine wirklich schlechten Karten. Also es ist ja nicht so, als würden wir jetzt irgendwie Zug 5 so ein 2-Mana 2-2er nachziehen. Ne? Wir ziehen halt Death Touch Spinnen und Skorpione und Elixier of Immortality, ne? Wir spielen halt nicht so einen Quatsch. Da ist der zweite Forest. Ja. Ich meine, das ist ja schon fast ein Mulligan, da der Vampir, ne? Der eine Schaden wird uns ja nicht. Wenn wir den Healer ziehen, auf keinen Fall. Ja. Jetzt wäre Kauer in 4 ganz gut, obwohl eigentlich auch nicht. Tötet halt den Servant. Also wie man die Hand nicht halten kann. Turn 3 Nighthawk. Ja, Turn 3 Nighthawk ist halt das Beste, was passieren konnte. Das ist schon richtig, aber. Und wir hatten die zwei Swarms dafür, das ist auch richtig, aber. Ich War schon finde, also, grenzwertig. ja, ist mal ganz fertig, aber in den Decks mit dem etwas gierigen Mana Wenn man alles Mana hat. und in dem Deck, was alle Länder nutzen kann, bis Zug 15, finde ich die Mulligans auch nicht so einfach. Und es war jetzt gegen unbekanntes Deck, also gegen das Squall Thief Deck hätte ich es nicht gehalten. Pazifismus oder was? Das wäre natürlich Da müsste bitter. sich dann der Acidic Slime drum kümmern. Oh. Was ist das denn für ein Plan? Doppelangriff? Hä? Das Problem ist, wenn wir den jetzt töten, dann kommt nächste Runde auch wieder viel damit. Wir haben noch keine Antwort. Zwei Also Leben kriege ich ja auch nehmen. gut. Nehmen. Aber wenn wir das. Nehmen, nächste Runde, dann kriegen wir nächste Runde zwei Leben vom Angriff. Ja. Oder wir greifen, oder wir halten blocken dann. Nee, das ist ja Quatsch, ne? Gegen den Random Man zu tauschen ist halt schon Ja, wir nicht tauschen geil. schon halt gegen zwei Karten, aber den Servant liegen zu lassen ist schlecht für uns. Nö, ja, dann nehmen wir den Schaden. Hätten wir einen 4-Drop, wäre halt Healer sehr wäre jetzt gut. gut, ja. Healer wäre der Wahnsinn. Spinne kostet leider eins mehr. Aber dann würde ich jetzt, glaube ich, also er kann uns dann für 7 angreifen, wenn wir mit dem Nighthawk nicht angreifen. Und sonst nur für 5. Aber dann greifen wir jetzt Ja, mit trotzdem dem mit dem. Servant hätte er auch gerade angreifen können, wir tauschen die ja auch nicht. Ja, hätte er eigentlich machen können, ne? Deshalb dachte ich, ja, ich greife mal an mit dem Nighthawk, glaube ich. Ja, glaube auch. Die Spinne ist ja richtig stark. Ja, ist aber jetzt schon ein interessantes Spiel, ne? Ich spiele mal den Tome. Ja, das ist natürlich jetzt nicht das Allerstärkste, aber. Der Tome ist richtig schlecht. Der kann ja jetzt auch, vor allem weil wir so viel. Ich glaube, der ist doch eigentlich, wenn man als allerletzte Karte in der Kurve gut, aber wenn man ihn spielt und danach noch drei, vier Turns was machen will. Ja, und on the draw, Turn 4 mit einem Play davor ist er nicht so toll. Aber ich meine, jetzt ist er halt schon mal im Spiel, ne? Es ist auch nicht das Verkehrteste. Ja, jetzt ist gleich natürlich die Frage, ob wir Acidic Slime oder Silkly Spider. Ich glaube, die Spider spielen wir zuerst, Ja, ne? ich habe das Gefühl, dass Dark Favor schon gar nicht die Karte ist, die wir eigentlich treffen wollen Stören mit dem wollen. Acidic Slime, oder? Der ist ja immer noch dominiert von der Spider. Ich meine, wenn er jetzt natürlich Essence Drain macht auf den Nighthawk, wird es auch einen Grund anzugreifen, dann muss man sich es immer noch mal überlegen. Und selbst dann finde ich die Spinne ganz cool. Da muss er schon einen Mörder haben, ne? Ja. Dann legen wir danach den Nephyrox. Das passt Nephyrox schon. ist auch super, ne? Jetzt geht's aber los. Ach, so ist das. Dann, reichen natürlich die Spider nicht mehr. Ja gut, aber wir haben ja zwei Death-Touch-Kreaturen jetzt gleich. Wir können doch jetzt einfach Acidic Slime machen auch. Aber Acidic Slime müssen wir gar nicht auf eins davon machen. Weil wir den Death-Touch Weil wir haben. eh Death Touch haben. Ja. Wir können auch ihn zurücklassen, Silkless Spider spielen, wenn er damit angreift, mit Vampire Nighthawk blocken. Und wenn er
Wenn er mit beiden angreift, hat man auch noch einen super Block. Ja, kann man machen. Also was wäre denn, was könnten wir, wir könnten auch den Sumpf zerstören zum Beispiel. Das geht auch. Dann wären wir halt gegen Mörder relativ abgeschützt, abgesichert. Ja. Ja, das gefällt mir noch besser. Ich würde das jetzt, glaube ich, nee, Planes. Ich würde das jetzt, glaube ich, tatsächlich dann so machen, dass wir die beiden Death Touch-Kreaturen zur Verfügung haben. Und wenn er dann mit beiden angreift, dann hat er wahrscheinlich Safe Passage oder sowas. Das wäre dann schlecht für uns. Vor allem, wenn wir dann nicht blocken und er uns Essence drained oder sowas. Quasi ist ja Death Touch und Nephirox ziemlich stark, weil... Ist aber schon richtig, jetzt mit dem Nighthawk nicht anzugreifen, oder? Weil sonst ist man ja gegen ganz viele Sachen. Ich will immer angreifen mit dem, schon richtig, aber gegen ein Removal zu sterben... Insel. Ist einfach nicht cool. Insel? Vier. Tricks of the Trade. Dann sind wir tot, ne? Ja, aber das ist ja lächerlich. Hätten wir es doch zerstören sollen? Aber sind wir immer noch tot gewesen. Dagegen hätten wir gar nichts machen können. Nee. Wir hätten halt, also, wir hätten das natürlich noch defensiver spielen können, aber es sei ja, also... An der einen Stelle, ne? Ja. Removal wäre natürlich das Beste, haben wir leider keins. Tricks from the Trade ist sowieso ziemlich stark gegen uns. Ich würde wieder Fogbank reinbauen. Und Night of Glory auch. Ja. Das macht unser Mana sehr, sehr schlecht. Swampbuck geht auf jeden Fall raus. Wieder eine Insel rein. Und jetzt noch zwei Karten raus. Die Reds. Die Reds sind super gegen ihn. Sind gut, ne? Crippling Light ist super. Ich würde am ehesten eine teure Karte rausnehmen. Und ja, als erstes immer, ne? Also Acidic Slime muss. Also führt ja gar nichts dran vorbei. Und die anderen sind auch zu effizient. Ranger's Path könnte man halt. Oder Revelation. Nee, weil es nee, zu ist zu wichtig. Für unseren Deckplan. Für unseren Elixier. Ist auch zu wichtig. Die Karten, die sind halt als in ihrer Gesamtheit wichtig. Nein, das ist alles besser als Gorger. Ja, aber wir müssen noch was. Noch eine? Wir haben Night of Glory und Fogbank. Ah, schlecht. Also Gorger war für mich ja auch klar, aber... Was denn mit Primadox? Primadox. Ja. War ja auch... Ja, oder man kann schon die Revelation rausnehmen vielleicht. Also ich finde Tomb eigentlich besser. Ich finde Revelation cooler. Achso, ich wollte gerade zwischen den beiden entscheiden. Ich finde Tomb schlechter als Revelation. Also der Primadox macht dadurch unsere teuren Karten dann super gut. Ja. Ja, und schlägt auch ein bisschen. Das ist ja schon. Also wir sollten jetzt schon keine Kreaturkarten, glaube ich, in dem Matchup. Wahrscheinlich heißt es auch, dass wir recht früh gegen Sachen von ihm uptraden sollten. Aber das heißt auch Tomb und Revelation... sind einfach beide nicht so toll. Ja. Wofür haben wir denn am ehesten Zeit? Für 7 Mana Revelation zu casten und dann nochmal zu enttappen oder mit dem Tomb anfangen, Karten zu ziehen? Weiß nicht. Nach Ranger's Path eher für die, ich glaube eher für die Revelation, auch okay. Curve für die 7. Okay. Und dann Turn 8. Mhm. Weil es dann zwei, die beiden besten Karten. Ja. Also 12 Mana zu investieren für 2 Random Karten oder 7 für. Das kann man nicht so ganz so sehen, aber ja, fangen wir an. Mhm. Ja. Ist doch gut. Warte, wir holen uns Insel und Swamp. Mit dem Evolving Wilds eine Insel und mit dem farsigen Sumpf. Ja, aber auch schon direkt, damit wir den Turn 2 legen können. Nö, den legen wir, wenn er was gelegt hat. Aber wir spielen trotzdem Evolving Wilds zuerst, ne? Mhm. Ich meine, wir wollen ja die Insel nicht so ziehen. Aber wir wollen halt noch einen Sumpf ziehen, deshalb warten wir mit dem Farsig noch. Also, wir müssen mal gucken, wie lange wir wirklich warten. Achso, ich wollte das nächste Runde spielen. Ja, ja, aber deshalb suchen wir jetzt eigentlich keinen Sumpf mit dem Evolving Wilds. Nein. Ja, aber dass das Deck von ihm kann schon funktionieren. Ja gut, dass er da Insel Tricks of the Trade spielt. Hol mir die eine. Ja, genau. Dass er da Insel Tricks of the Trade dann macht. Und jetzt trotzdem noch den zweiten Sumpf. Ja, genau, den brauchen wir ja auch. Boah, jetzt wäre das Turm ja schon wieder der Wahnsinn, ne? Ja, da hast du recht. Das ist, glaubst du, er wird jetzt direkt Dark Favor auf seinen Mastiff drauf? Ist ziemlich stark. 4-2 First Strike. Okay.
Für Marley Fogbank, ne? Ja. Elixier noch nicht, oder? Nö. Ist jetzt auch schon ein bisschen blöd, weil wir schon zwei Karten im Friedhof haben, die wir nicht ziehen wollen. Ja. Vielleicht hätten wir das Elixier rausnehmen sollen und doch die beiden Late-Game-Karten spielen. Das Buch und die Revelation. Das Buch wäre an der Stelle doch einfach recht super gut gewesen. Ja, aber wenn wir jetzt die Revelation ziehen, ist auch gut. Naja. Es spielt sich schon ganz anders, ne? Ach komm. Das macht noch nicht so viel, ne? Macht halt einen Schaden. Ja, das ist nicht so teuer, ne? Nö. Ich bluff mal die Fairy Invaders. Ja, ja, das ist gar nicht so schlecht, die hier zu bluffen. Nur die Frage ist, ob unser Fix Gegner... Fix of the trade. Ja, auf den Duty Bound Dead. Oh Mann. Willst du ein paar Länder tappen und antappen in seinem Beginning of Combat oder findest du das zu... Ja, so meinst nein, du? Nein, die sind viel zu viele. Ah, und auch jetzt nicht schnell genug. Steuerung U. Alt-U. Alt-U. Okay, um den Move zu machen, muss man schon wissen, wie die Tastenkombination ist. Okay, jetzt... Hat sich echt gelohnt, der Bluff. Ich blockiere, ne? Ja. Ja, jetzt kriegen wir zwei pro Runde. Ein Gorja wäre jetzt auch nicht schlecht. Gorja haben wir nicht. Ich weiß. Also das spielen wir ja nicht aus, oder? Er hat auch keine guten Targets, aber... Ja, aber spielen wir die Planes aus und dann... Sagen wir nochmal Go. Und zieh mal irgendeine Rare. Das wäre doch mal was. Der Pharox gewinnt ja wahrscheinlich noch, ne? Kommt aber an, wie viel Mastiffs er noch ausspielt. Da kommt das Tricks of the Trade. Ja, hat er echt ein gutes Deck gedraftet. Es scheint wohl schief gelaufen zu sein, aber dann auf Enchantments. Und das funktioniert ja ganz gut. Ja, ist ein bisschen dämlich, so zu verlieren, aber... Wir haben noch ein paar Outs, aber das ist keins davon. Ach, das war natürlich... Wir hätten natürlich schon zacken sollen, bevor wir den spielen. Nee. Also... Sackt man das End of Turn? Ich glaub nicht. Ach so, um die Revelation zu ziehen, meinst du vielleicht? Wir können ja mit Revelation unseren Pazifismus holen, also den auch nur für 6 zocken. Also wir sterben natürlich jetzt. Nee. So, jetzt haut er uns für... 8. 8. Das heißt, ob wir das Elixier opfern oder nicht, ist völlig egal. Das heißt, ich würde es einfach nicht opfern. Ja gut, also wir wollen unser... Warte, wie viel Mana haben wir denn? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wenn wir... Achso, wenn wir den Pazifismus eh dann ziehen wollen. Genau, wenn wir jetzt die Chance haben auf Revelation oder Pazifismus, dann ist es besser, wenn wir nicht das Elixier hier opfern. Wir sind dann nicht tot, wir überleben, genau. Okay. Weil wir auf 2 gehen, nicht auf 1, ja. Okay. Acidic Slime, Pazifismus, Revelation. Ich glaube, das ist es, ne? Der ist es nicht. Und der geopfert bringt auch nichts. Ist aber tot, ne? Ja, ich würde ihn das schon noch machen lassen, also. Wollen wir ja auch spielen? Ja, spiel alles aus. Kannst noch so einen Mastiff umbringen. Okay. Und den Sumpf auf der Hand halten. Ja. Sonst ist es recht einfach, ne? Aber wieso sollte man nicht mit einer unblockbaren Kreatur die Regeneration halt angreifen? Ja, wer weiß, ne? Wer weiß. Ja, hat er gut gemacht, ne? Kriegt er ein GG, glaube ich. Tricks of the Trade. Ist schon ein bisschen bitter, aber das ist eine Karte, die echt gut gegen uns ist. Hatten wir ja auch vorher gesagt, dass wir gegen... Wir hatten vor dem blauen Deck Angst, dass es Tricks of the Trade macht, aber stattdessen hat er die halt aus dem Splash rausgezaubert. Das ist ein bisschen bitter gewesen. Ja. Schade. Das Spiel... Könnte ganz anders laufen, wenn wir anders boarden, ne? Wir brauchen in unserem Deck halt wirklich die Late-Game-Karten. Und allein schon das Tomb weniger ist halt einfach
Man weiß nicht, ob es einen Unterschied gemacht hat. Fogbank war jetzt gar nicht schlecht zu bohren, aber letztlich ist es doch so... Aber also Fogbank war auf jeden Fall richtig. Es war halt auch, wir haben auch nur, also Farseek, Rangers Park... Ja, und genau, das ist aber halt auch die Gefahr mit unserem Deck. Und die... Das Konzept ist ja, dass wir eben so viele Late-Game-Karten haben, dass es nicht passiert, dass wir flooden. Und wir haben vielleicht dadurch, dass wir einen rausgenommen haben und einen Fatty auch. Ich meine, okay, geraced hätten wir diese drei Auren. Er hat, glaube ich, in beiden Spielen drei Auren auf eine Kreatur gespielt. Genau, und das ist gegen ein Deck, was eine Public Execution oder einen Murder hat oder ein Unsum allein schon, auch schon wieder viel schlechter als gegen uns. Ja, ich finde es gerade jetzt übrigens ziemlich schwach, dass er sein Mana austappt. Also, statt die Regeneration offen zu lassen. Das ist, finde ich, schon auch. Aber gut, ich konnte mal leider nicht bestrafen. Vor allem war es ja völlig sinnlos. Ne? Er hat ja viel zu viel Schaden gemacht. Ja. Na gut. Also ich fand es aber, also jetzt zum Beispiel, jetzt wäre es ja viel besser gewesen, die Revelation zu haben, statt dem Tomb. Also die Entscheidung. Wir hätten aber Turn 3 Tomb legen können. Ja. Ne? Das ist halt, das macht halt einen riesen Unterschied. Ja. Die Revelation hätte halt bis Zug 6 nichts Signifikantes gemacht. Ja. Dadurch den Acidic Slime hier ziehen. Und ich glaube, man hätte halt eigentlich in Wirklichkeit beide gebraucht. Ja, möglich. Aber das war schon ein guter Ansatz für ein Kontrolldeck. Wenn das Deck noch, zwei Removal Spells gehabt hätte. Ja, das den Pazifismus nie gesehen. Haben wir nicht gesehen, das stimmt schon. Und jetzt haben wir halt auch den Healer nicht gehabt, den Nighthawk. Wenn wir wissen, dass er Insel Tricks auf the Trade macht, können wir Spiel 1 auch anders spielen. Aber das war ja, kam ja völlig aus dem Blauen heraus. Also im Prinzip haben wir auch drei Death Touch. Wir haben drei Reach-Karten. Also wir können sowohl den Boden als auch die Luft ganz gut kontrollieren. Ich finde das deshalb nicht so eindeutig. Klar haben wir wenig normales Removal und gegen... Aber tatsächlich ist es nur Tricks of the Trade. Mark of the Vampire hat da keine Probleme mit. Also von den Auren... ist es nur Tricks of the Trade, die uns wirklich stören. Also genau. Für die er auch noch die gesplashte Insel und braucht. Und Acidic Slime kann davor entweder mal die Island oder das Tricks of the Trade zerstören. Also der macht noch alles. Und mit Healer und Factusk lebt man auch noch recht lange. Ja, aber hat nicht so ganz geklappt. Ich bin froh, gegen ihn nicht Rise from the Grave zu spielen. Weil ein Mastiff Rise from the Grave ist echt viel schlechter, als man denkt. Man denkt, man sieht immer nur die guten Dinge, die da passieren können. Okay, das war GG. Good game. Ja, wir Gerzen sehen uns Gerzen. In 2 Wochen. Wie immer. Ja, viel Spaß. Ciao.